Der neue Wochentalk mit euren Fragen. Ich will keine großen Reden halten, also lasst uns gleich zu den Kommentaren kommen. Dr. Drache 221 fragt, bist du nun jetzt nur noch alleine? Ja, aber eigentlich auch jetzt schon seit längerem und mit dem jetzigen Konzept ist es auch erstmal ganz okay. Sollte der Kanal dann aber wachsen und mir ermöglichen, die Videos so umzusetzen, wie ich es eigentlich will, mit einem Co-Host, den werde ich brauchen, dann werde ich natürlich jemanden suchen müssen, aber im Moment bin ich alleine etwas mehr flexibler. Spaces76 fragt, wo ist denn dein DX Racer geblieben und was hast du jetzt? Tja, wie du sehen kannst, sitze ich nach wie vor auf dem Ding. Ich konnte das jetzt knapp ein Jahr lang nicht. Das lag daran, dass ich mehrmals umgezogen bin und ihn nicht immer mitnehmen konnte. Aber jetzt kann ich ihn wieder nutzen und ich freue mich darüber, denn es ist nach wie vor ein super Stuhl. Mr. Tomatenhasser sagt, was ist euer erster Eindruck von der neuen Hardware von Steam, zum Beispiel dem Controller? Nun, viel sagen kann ich dazu eigentlich nicht, denn außer dem zweiten Prototypen, und ich glaube es war der zweite Prototyp von dem Steam Controller und dem ersten Oculus Rift, was VR angeht, habe ich noch nichts wirklich benutzt. Aber bisher sind die meisten Sachen teure Gimmicks oder einfach nur gute Spielekonsolen-PCs. Was Controller angeht, nutze ich nach wie vor am liebsten meinen 360-Controller. Ich habe allerdings Bigger Picture und SteamOS noch nicht versucht mit dem neuen Steam-Controller. Ein weiteres Mal fragt Dr. Drache 221 etwas. In diesem Fall, freust du dich auf die nun bald kommenden virtuellen Realitätsbrillen? Tja, das ist doch mal eine interessante Frage. Virtual Reality. Und fast muss ich sagen, hätte ich das zu einem Thema gemacht und hätte es nicht hier beantwortet, aber um ehrlich zu sein, habe ich da eine komplett zwiegespaltene Meinung. Zum einen muss ich sagen, genial, grandios und ich werde mir eine kaufen, sobald sie rauskommt und sobald sie endlich rauskommt. Zum anderen ist es ein sehr teurer Spaß, der nur wirklich mit Rennspielen funktioniert und für Steam VR, ihr seht es hier, fehlt mir der Platz. Und dann, und das ist der größere Kritikpunkt, wer VR-Spiele macht, der muss sie nur für Virtual Reality machen. Das heißt, die Zielgruppe ist sehr, sehr klein. Weil die Dinger sind teuer und nicht jeder, der Videospiele spielt, wird bereit sein, sich Skibrillen auf den Kopf zu setzen und durch den Raum zu springen. Am Ende des Tages denke ich, dass sich Virtual Reality-Brillen etwas besser absetzen werden als das Xbox Kinect. Denn sie werden ihren Markt haben, weil Renn- und Flugsimulationen sind absolut geil. Aber gerade durch Facebook sind diese Brillen weniger für Spiele und viel mehr für andere Bereiche geschaffen und auch interessant. Ich hoffe, das beantwortet jetzt diese Frage und dass ich nicht mehr Fragen aufgeschmissen habe, als beantwortet habe. Wer Gegenfragen hat, kann die bitte gerne in die Kommentare schreiben und dann mache ich vielleicht doch das Ganze zu einem Thema. Gurke Pro sagt, was haltet ihr von der aktuellen Situation mit Konami? Tja, um ehrlich zu sein, halte ich mich da raus. Denn was die Spielepresse berichtet und was dann Konami wieder dementiert, am Ende des Tages ist eines klar, es ist sehr, sehr teuer, ein Kojima-Spiel zu machen, denn die Entwicklung dauert sehr, sehr lange, die haben extrem gute Leute daran sitzen, daran arbeiten. Konami soll dann auch gerne Spielemaschinen auf den japanischen Markt rausbringen für Spielhallen, wenn sie damit Geld machen, ist mir das ganz recht. Die sollen wenigstens dann weiter Videospiele machen, auch gerne kleinere 30-Euro-Titel, solange die eben nicht so kurz sind wie Metal Gear Solid Ground Zeroes. Mr. Tomatenhasser erkundigt sich, was haltet ihr von Mount & Blade 2 und denkt ihr, dass Star Wars Battlefront ein Flop wird? Ja, Mount & Blade 2, das ist mein Stichwort. Ich habe super Vorfreude, weil das Spiel wird absolut genial. Ich habe Warband komplett verschlungen, was dann auch teilweise an der Game of Thrones Mod liegt, aber trotzdem. Das ist ein grandioses Spiel und ich freue mich tierisch. Was dann Battlefront angeht, nun, ich will hier nicht spekulieren, über wie hoch sie es verkaufen wird. Durch die Star Wars Marke werden die Zahlen eh nach oben getrieben und es wird genügend Geld einbringen. Wenn du mich fragst, ich werde es mir nicht kaufen. Mr. Gummi Orange, viele Mister hier, fragt, was haltet ihr vom Steam Link? Ja, das passt zur Frage mit der neuen Hardware und dem Controller. Ich muss sagen, es ist ein gutes Produkt, aber nichts, was man nicht mit ein bisschen Kabel und ein bisschen Umräumen auch selber hinbekommen könnte. Wer aber dann natürlich gerne im Wohnzimmer Leere hat und nicht die besagten Kabel, der kann das gerne investieren. Ich selber, ihr merkt das, sitze hier, brauch sowas nicht. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank, interessante Fragen, gute Fragen. Ein paar von euch haben gleich Fragen gebracht, die doch eher Vorschläge für Themen waren, die wir dann auch zu ganzen Videos verarbeiten werden.
und da werden die Fragen dann beantwortet. Für den nächsten Wochentalk schreibt ihr bitte wieder interessante Fragen, kurze Fragen, wie gesagt, rund um die Welt der Technik, Computerspiele, alles, was ihr euch so auf dem Herzen liegen habt. Dankeschön fürs Zusehen, tschüss.